Thomas, tolle Schall. Wie geht's dann? Ich habe heute noch keinen Flop gesehen. 2,5 Stunden, wenn einer beginnt, dann stelle ich mich rein, dann haben sie alle weg. 24 habe ich begonnen, jetzt habe ich 33. Ich warte sehnsüchtig auf meinen Auftrag. Ist das nicht langweilig? Nein. Was macht denn in der Zwischenzeit? Naja, das ist ja den Nasenballen sagen, aber ich weiß, aber nein, ich schaue einfach zu und schaue, gegen wen ich mir am besten einen Move ansetze. Und sonst, ja, gehe halt oft aufs Klo, weil es auf die Wasser rein. Was für Karten brauchst du denn, das pusht? Ab wann? Weiß jetzt, geben wir ein. Das ist ja nicht live, ja? Nein, also ich pushe eigentlich ganz seriös mit Pockets und mit. Pockets ab wo? Pockets ab Pocket. Ab 2. Ab 2, ja, Pocket, ist ja ein Pocket, ne? Und ja, es kommt auf den Stack und auf die Position an. Also wenn ich, wenn einer, der ein bisschen öfters reist, ja, dann und ich nicht mehr so viele hinter mir sitzen, dann nehme ich schon mit einem Ass oder so, oder mit einem Dame 10 oder so, traue ich mich da schon auch, ne? Aber sehr erfolgreich bist mit der Taktik offensichtlich nicht. Naja, weißt du, was ist, also ich bin auch nicht erfolgreich, nicht? Weil ich habe noch keinen einzigen Caller gekriegt. Okay. Also wenn einer, das unterschätzt man, es ist doch ein bisschen ein Stack, nicht? Ich war schon auf 40 oben eigentlich. Das ist so wie auf die Bahamas, da bin ich auch am zweiten Tag mit einem Mini-Stack auf 40 gekommen und dann war der Coinflip, ne? Den ich halt verloren habe, und heute werde ich ihn gewinnen, den Coinflip. Ich wünsche das. Ja? Danke dir.